Bist du bereit, dir den Arsch versohlen zu lassen, Vögelchen? Wovon träumt ihr nachts, Jungs? Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Wow, das ist ein Titanfuzzi. Um genau zu sein, den DLC von Harley Quinn. Harley Quinns Rache. Und naja, ich befürchte, das hier sieht fast nach einem Endboss aus. Alter Faller. Denn hier geht's nochmal ordentlich ab jetzt. Okay, weg. So. Zack. Dann machen wir den da. Ach, jetzt habe ich den. Nee, ich dachte gerade, ich habe den Baseballschläger geklaut. Ey, cool, dass ich dem ein Leben abgenommen habe, sozusagen jetzt. Jawoll, Alter, das war sauber. Das war sauber. Kann ich die Schockwelle einsetzen? Ja. Ja, Mann. Sehr gut. Das war wirklich wichtig. Das war wirklich wichtig jetzt, die ganzen Treffer. Die waren gut. Die waren sehr gut. Das war wirklich schön, dass ich den direkt jetzt einfach da aus der Masse rausgreifen konnte, sozusagen. Das ging mit Robin irgendwie ziemlich gut gerade. Weil bei Batman hatte ich immer das Problem, irgendwie, dass die anderen mich dann in der Zwischenzeit kalt gemacht haben. Aber die hier, die sind irgendwie ganz entspannt drauf. So, machen wir den mal hier, zack, zack. Und dann ist er wieder verwirrt und wir geben dem ein bisschen drauf. Oh, der hat ein Messer, das ist schlecht. Komm schon, komm schon. Jawohl, nice. Gib mal eine Schockwelle. Jawohl. Und den Titanangriff würde ich auch noch ganz gerne mal machen. Aber da rein. Jawohl. Ey, sauber. Wirklich gut, wirklich gut. Da kriegen die doch ordentlich aufs Maul. So, einmal absteigen. Oh, oh, Messer, Messer, Messer. Okay. Ein paar von denen dürften doch jetzt eigentlich schon kalt sein, oder? Ja. Ah, das sind die Dicken hier. Oh, das habe ich nicht gesehen gerade. Das wird nicht realisiert. Okay, so. Ich würde jetzt ganz gerne mal den Dicken hier kalt machen. Aber, ja, da gehen mir die wieder auf den Sack. Hm, das ist schlecht. Jetzt gehen die Leben doch zur Neige, Leute. Das ist jetzt leider sehr schlecht. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich dagegen tun soll. Aber das sind noch zu viele, um die Dicken kalt zu machen. Wow! Da fängt er wieder an, mit Leichen zu werfen. Wow, was? Ich dachte, okay. Alles klar. Irgendwie dachte ich, dass der nicht so schnell mich erreicht, wenn ich weglaufe. Aber offensichtlich doch. Ja, schade. So gut der Anfang mit dem Titanfuzzi war, so schlecht habe ich es leider weitergemacht und habe mich viel zu oft treffen lassen. Guck mal, wenn die mich nicht angreifen, dann kann ich doch was vorbereiten. Die greifen mich nicht an. Warum auch immer. Okay, so. Hä? Ach, das andere hat er nicht platziert? Oh Mann, wie dumm wieder. Wie dumm. Okay, da kommt der Titanfuzzi an. Ah, shit. Ja, das ist wieder blöd. Das ist jetzt wieder Mist. Ich dachte, der hätte das platziert. Dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann kann ich, habe ich mit dem einen halt nichts gesprengt, so. Das Problem ist, die meisten Kleinen hatte ich beim letzten Mal ja schon tot. Das Problem waren dann die Dicken. Weil davon gab es viel zu viele. Naja, toll. Oh, lass den Scheiß doch mal. Ich will den Dicken kalt machen. So, mach den mal hier ein bisschen den da. So. Okay. Ja. Okay. Das war die Combo, die ich gerade eingesetzt habe für diesen Achtfachangriff. Ola! Ah, fuck! Ich habe nicht gesehen, dass der Dicke kommt. Ich habe nur gesehen, dass die Kleinen nicht kommen. Das war jetzt doof. Aua, lass das. So, okay, damit haben wir den Dicken wieder betäubt. Jetzt kann man dann. Ja, ja, sehr gut. Das ist gut, damit hat er nämlich gerade die anderen alle wieder unfähig gemacht, sowas zu machen, sozusagen. So, da habt ihr. Ich weiß nicht, ob denn diese Titan-Schockwelle wirklich Schaden macht. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, scheiße, ich wollte auf den Dicken drauf gehen. Komm, steig ab. Ja. Oh, wow, geh weg. Ich muss diesen ganzen Kleinkram halt erstmal loswerden, auf jeden Fall. Ja, komm, jetzt stirb halt endlich. Okay, der ist Müll. Wow, weg. Ich verstehe das nicht. Zwei von drei funktionieren immer so, aber der letzte ist immer. Wow! Der wirft eine Leiche. Okay. Was zum Teufel? Alter, chill! Weg. Nein, ich wollte doch nicht in den Typen reinspringen. Mann! Was zum Teufel? Oh, Junge! Der mit seinem scheiß Elektrostab. Ja, werde ich wahrscheinlich, aber. Goddammit, das ist auch sackeschwer hier.
Nein, das machst du nicht. So, komm, dann holen wir den Dicken nochmal runter. Nein, 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 Mann! Okay, ah, wow, ist der Dicke tot, toll. Den wollte ich gar nicht umbringen, ganz im Gegenteil. Ich wollte eigentlich den nutzen, um die Kleinkram kalt zu machen. Das ist jetzt nicht so gut. Weg! Ah, ich habe nur noch ein Leben, Alter. Okay, Leute, wir können das schaffen, aber es wird arschschwierig. Weil das sind nur noch Dicke jetzt. Nee, einer von denen ist noch nicht dick. Okay. Ja, aber es ist sackeschwer jetzt. Okay, das ist einer normal. Den können wir kalt machen. So, der ist jetzt auch weg. Da ist noch ein normaler drin. Dass die scheiß Kamera sich die ganze Zeit wegdreht, Mann. Ich will schon die Gegner sehen. Weg. Können wir mit dem Explosivgel arbeiten vielleicht? Nee, wahrscheinlich nicht. Kann ich mich hier hoch verstecken? Kommen die hier hoch? Nein, kommen sie nicht. Okay, dann habe ich jetzt Zeit zu überlegen. Beziehungsweise sie zu betäuben mit dem Batarang. Ja, bei den Schildfutzes geht es nicht, bei den Dicken wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ah. Kann ich die Rauchbombe einfach so benutzen? Kann ich. Okay. Okay. Das ist gut zu wissen. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Komm, mach den kalt, mach den kalt. Mach ihn fertig. Sauber. Ey, Leute, das ist gut. Das ist verdammt gut. Das ist verdammt gut. Okay. Einer mit dem Stromstock ist noch. Ich verpiss mich wieder. Ganz ehrlich. Oh, man kann die nur einmal einsetzen, oder was? Shit. Das ist schlecht. Ja gut, die Sache ist, den da kann ich natürlich betäuben. Das ist ja kein Problem. Warum kann ich das nicht? Okay, kann ich das mit dem Gelenken? Ja, mit dem Gelenken geht es, okay. Und dann hoffe ich, dass ich den wegmachen kann, bevor der andere kommt. Kann ich aber nicht. Kann ich nicht. Kann ich aber nicht. Okay. Komm schon, der ist doch fast weg, oder? Ja, na komm. Nein, was? Hä? Ich dachte, er hat ihn schon fertig gemacht. Deswegen habe ich schon A zum Ausweichen gedrückt, weil der nächste kam. Der war noch nicht fertig. Oh, Mann. Jetzt mach ihn doch endlich weg, Alter. Danke. Oh, da kommt der Elektroschocker. Wie macht man das bei dem nochmal? Drüber springen, oder? Mache ich erst den Schildwurzel oder erst den Elektroschocker? Wer von denen ist schneller? Ich weiß es nicht. Kann ich die Rauchbombe wieder benutzen? Nein. Oh, lass mich überlegen, lass mich überlegen. Wen von denen mache ich zuerst? Eigentlich den Elektroschocker, oder? Komm her und kämpf mit mir. Wahrscheinlich den Elektroschocker. Oh mein Gott, Alter. Ich will jetzt echt nicht draufgehen hier. Okay, komm, wir machen den. Wir machen den, der ist gerade da. Dann nehmen wir dem den Schild ab, so. Weil jetzt ist es ein normaler. Jetzt können wir dem nicht einfach ganz normal draufgeben. Oh mein Gott. Okay, der Elektroschocker ist der letzte. So. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, Alter. Das war fucking intense. Okay. Na, dann holen wir Batman darunter. Jawohl. Okay. Wurde der jetzt eigentlich angeschossen oder ist sein Anzug kugelsicher? Eigentlich müsste er kugelsicher sein, ne? Also angeschossen wurde er schon, aber halt nicht getroffen. Das hat ja gedauert. Alles klar. Erstmal mit vielen Dank. Sind die Polizeibeamten in Sicherheit? Vermutlich nicht. Um die musst du dir keine Sorgen machen, Batman. Sie sind schon bald tot. Genau wie du. Rette die Polizisten. Okay. Ich übernehme die Bomben. Okay, die hat so ein Entsperrfeld. Vielleicht kann ich die einfach entschärfen. Mit dem Krypto-Dingsbums. Ja, kann ich. Okay. Der Aufbau dieser Bombe kommt mir bekannt vor. Ich muss sie entschärfen und näher untersuchen. Toter Batman, lol. Okay. Bombe entschärfen. Ah ja. Okay. So kann man eine Bombe natürlich auch entschärfen. Ich wusste es. Zum Bau der Bomben wurde Sprengstoff verwendet, der letzte Woche dem GCPD gestohlen wurde. Ah. Harley Quinn hat die Zündfrequenz nicht geändert.
Ich kann die Kapuze so kalibrieren, dass sie alle Objekte ortet, die auf dieser Frequenz funken. Okay, dann mach das doch mal. Oh, wieder so ein Scheiß. Was? Mit dem Timer? Alles klar, Bruder. Och ja, und... Oh. Gegner darf ich auch noch kalt machen, natürlich. Ja, gut. Warte mal, hä, hier komme ich aber nicht durch. Da muss Robin durch. Weil Batman hat kein Schild, der den vor diesem Dampfer schützt. Oder kann ich mich da irgendwo drüber ziehen oder so? Weil ich kann da... Nee, ich kann da nicht durch. Das ist schlecht. Und vor allem, dass die mich jetzt hier schon wieder eine Minute aufhalten, ist auch schlecht. Mann, verpisst euch. Danke. Hä, aber ernsthaft, hier kann Batman nicht durch? Oder kann der da drüber klettern? Nein. Hä? Ja, fuck. Hä? The hell? Was? Freeze. Ach so, ja, stimmt. Hab ich ja ganz vergessen. Lol. Ey, wenn das Spiel mir nicht helfen würde, ne, ganz ehrlich, ich wäre so komplett lost. Also, kannst du einfach vergessen. Ich kann mir nicht merken, was Batman alles für kleine Spielzeuge hat und was er mit denen alles machen kann. Das geht einfach nicht. Das ist viel zu fucking viel. Oh, scheiße, hier sind Scharfschützen. What? Hä? Alles klar, Bruder, chill. Chill, 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 chill. Wo ist denn der? Hä, wo ist der denn? Ah, da hinten. Oh mein Gott. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Oh, Bruder. So. Wie viele Bomben sind es denn? Komm, verreck. Warte mal, wird mir das auf der Karte angezeigt? Nein, natürlich nicht. So, ich muss in die andere Richtung. Ja. Toll, der scheiß Scharfschütze hat mich wieder viel zu viel Zeit gekostet. Kann ich da oben durch, oder? Okay. Ah, ja, 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 okay. Ist das die einzige? Bestimmt nicht. Wenn so viel Zeit ist, dann habe ich noch mindestens ein oder vielleicht eher sogar noch zwei zu entschärfen. Mörder. Ja, nee, ist klar. Und? Ach so, scheiße! Ich muss die auch noch richtig... Ja, Mann, ja, 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 komm, mach kaputt, mach kaputt! Mann! Ah! Ernsthaft mal, leck mich am Arsch, mach den Scheiß hinüber. Ja, natürlich. Natürlich sind es noch mehr. Okay, ist hier irgendwo eine Tür? Nö. Toll, super, klasse. Ich muss in die Richtung, aber da ist keine Tür. Sauber. Wahrscheinlich durch die Tür da. Okay. Ja, ja, durch die hier. Och, kommt, Jungs. Ernst? Nein. Nein, 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 nein. Scheiß mal auf euch. Warte mal. Kann ich die einfach so durch die Tür oder geht die nicht auf? Geht die auf? Natürlich nicht. Och, Jungs, das kann doch nicht euer Ernst sein jetzt. Ihr seid doch blöd. Ernsthaft, das geht mir... Ey, ich hab dir gerade eine reingehauen. Wie kannst du noch stehen? Arschgeige. Oh Mann, Alter. Ey, wenn, ich hoffe, das ist die letzte Bombe. Ansonsten habe ich ein fucking Problem. Apropos fucking Problem, Bruder. Du hast jetzt auch ein fucking Problem. Mann, geh mir nicht wieder auf den Sack. Junge. Digga. Da werde ich aggressiv. Ganz ehrlich, da werde ich fucking aggressiv. Verreck. Bruder. Goddammit! Das gibt's doch. Ey, Junge, es sind vier. Ich raste hier wieder komplett aus, Alter. Es sind vier billige Scheißgegner. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Wie kann man so kacke unfähig sein? Boah, ich reg mich über mich selber auf, Leute. Nein, nein, nein! Mann! Ich dachte, die stehen da erstmal eine Runde rum. Komm schon. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Du blöder Wichser. Hä, jetzt habe ich aber mehr Zeit als vorher. LOL. Ich habe jetzt locker mal 2 Minuten mehr Zeit als vorher. Die haben den Timer nicht gespeichert, die Idioten. LOL. Ach, das ist auch ein Dicker. Ach so. Ach so, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Hä? Oh. Hä, aber das ist doch... Nein, das ist doch kein Dicker. Ja, aber der steht immer noch, von daher doch. Eigentlich muss das einer. Nee, hä? Wieso hat er den gerade mit so einem Niederschlag angegriffen?
Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Der ist ja nicht. Der ist. Hä? Ich verstehe das Spiel nicht, Leute. Ich habe das Spiel jetzt 20 Parts gespielt und ich verstehe es immer noch nicht. I don't get it. Ich verstehe auch nicht, wieso ich da vorhin so abgekackt bin. Ich meine, so schwer ist es wirklich nicht. Wie man jetzt gerade sieht. Ich meine, ich habe zwar viel aufs Maul bekommen, so, aber. Trotzdem sind sie kalt, also. Was soll man machen? Nee, aber ernsthaft, ich habe jetzt mindestens mal 2 Minuten mehr Zeit als vorher. Der Counter war vorher bei so 1,50 oder sowas. Und jetzt ist der bei ganz entspannten 4 Minuten gestartet. Also. Nein, nicht da drin, oder? Ey, ich weiß nicht, wie ich hier irgendwo langkommen soll. Nein, mach keinen Scheiß, ey. Jetzt ist es wieder diese Gegend hier. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Ah, da oben ist die Bombe versteckt. Okay, warum auch immer die Wand da jetzt wieder zu ist plötzlich. Bisher war sie die ganze Zeit, offen. Hä? Hallo? Mann. Ist es dein Ernst, Bruder? Oh mein Gott! Da ist ja nur eine Bombe. Lass dir ruhig Zeit. Alles gut. Da ist ja nur eine Bombe. Lass dir ruhig Zeit. Mann, ey. Bitte sag mir, dass das die letzte ist, ey. Ansonsten kann ich mich direkt umbringen, damit ich wieder mehr Zeit habe. Joker Forever. Forever, natürlich. Batman Forever ist ein Film. So, können wir das bitte kalt machen? War es das dann jetzt bitte, oder wie sieht's aus? Sieht gut aus. Ja, kann man so sagen. Ist es so. Noch eine. Hast du Robin einkassiert? Kehre zum Joker-Schrein zurück und stoppe Harley. Zum Joker-Schrein. Okay. Ey, ich laufe hier die ganze Zeit hin und her zwischen diesem Scheißraum da, den ich nicht mag, weil ich ihn nicht geblickt habe, und dem anderen. Dem Joker-Schrein. So die ganze Zeit hin und her. Was ist da los, Alter? Also gut. Bin unterwegs, Mädel. Wie geht's, wie steht's? Ach nee, oh, bin noch gar nicht da. Moment. Schnauze. So. Jetzt aber. Ich nähere mich. Da bin ich. Und wie sieht's aus? Was? Dachtest du, etwas würde so leicht sein? Da hast du dich wohl geirrt, Loser! Sind das die Dinge aus Wonder City? What the fuck? Kann man die kalt machen? Oh, wie viele von denen sind das denn? Alter. Kann man die wie ganz normale Gegner kalt machen oder wie sieht es aus? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Alter, ich habe bisher noch keinen einzigen Gegentreffer kassiert. Ich bin aber mega krass am Start. Ah ja, die Schwierigkeit bei denen ist, die haben kein Anzeichen, wenn man sie kontern kann. Die greifen einen einfach random an. Oh, Harley schießt. Das ist nicht so gut. Ja, die haben mich echt noch kein einziges Mal getroffen. Was ist mit denen los, Alter? Da habe ich einen zerlegt. Ah, jetzt haben sie mich getroffen. Da habe ich zu früh geredet. So. Ja, aber so schwer ist es nicht, ehrlich gesagt. Ich finde das leichter als die Typen, die dauernd mit irgendwelchen Panzerungen oder Bewaffnungen oder sowas ankommen. So, gehen wir ganz kurz aus der Schusslinie. Danke. Ja, dann verarbeiten wir die alle mal so ein bisschen Schrott und dann ist gut. Würde ich mal sagen. So, zack, zack, zack. Mittlerweile sind so wenige, da brauche ich auch gar kein Ausweichen mehr. Da kann ich einfach draufzimmern eigentlich. Oh, besser denn man trifft nicht, ich Idiot. So, und der letzte. Schicht im Schacht. Ja, das war entspannt eigentlich. Also, muss man sagen. Die haben mich jetzt nicht wirklich so eingeistern können. Nur du und ich und das einzige Ding, das verhindert, dass hier alles in die Luft fliegt. Lass mich raten. Das ist ein Totmannschalter. Wenn ich dich umlege, dann ist das Ding weg. Okay, was muss ich jetzt machen? Ach so, einfach hoch da. Warte mal, ich kann die kontern. Ja. Ja. Das ist ja. Okay. Kann man machen. Gib mir das. Ja, nice. Vielleicht sollten wir einfach mal gehen. Oh, was macht Gordon jetzt hier? Oh. Nein.
Nice. Alter Vater. Du hättest mich sterben lassen sollen. Dann wäre ich endlich wieder mit Mr. J vereint. Ja, nee, so leicht wird's nicht. Lol. Was soll das? Er sei bei dir. Oh nein. Siehst du, es tut weh, nicht wahr? Was hast du getan? Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt. Das ist für dich, Mr. J. Gordon? Nein. Okay, so geht's auch. Nice. Hast du mich vermisst? Wo sind die Polizeibeamten? Krass. Meine Arbeit ist getan. Ah ja, gut, dann haut einfach ab. Ist er okay? Ja. Natürlich ist er das. Ja, naja. Nice. Schön. Und das war Harley Quinns Rache. Errungenschaft, das letzte Lachen. Aha. Oh, für den DLC gibt's extra Credits. Oder ist das jetzt nochmal dieselben Credits, wie wir vorhin gesehen haben? Vorhin. Im letzten Finale sozusagen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich drücke einfach mal kurz ein Fazit raus für diesen DLC, ne Leute? War geil. War eine schöne Ergänzung einfach noch zum Hauptspiel. Hat jetzt halt nochmal ein bisschen mehr Screentime für Harley Quinn geboten. Ich fand es ziemlich cool, dass wir die Möglichkeit hatten, jetzt mit Robin zu spielen, dass Robin mal einen größeren Auftritt hatte und man mit dem ein bisschen seinen Spaß haben konnte. Das war eine coole Sache. Und ja, ich hätte mir vielleicht für Harley noch ein bisschen größeren Bosskampf irgendwie gewünscht, weil ich muss sagen, der war jetzt nicht so besonders. Also ich meine, ja, die Bomben davor haben mich ein bisschen gestresst so. Und einige von den Gegnern, die da rumstanden, haben mich unterwegs auch ganz schön ausgenockt, weil ich mich halt irgendwie nicht darauf konzentrieren konnte oder wollte. Keine Ahnung, ich habe mich halt ein bisschen umangestellt einfach. Aber ansonsten, die Bomben zu entschärfen, waren halt eigentlich nicht das Problem. Und die Roboter, die da am Ende waren, mit ihren, ne, wo sie ihre Bomben schießt oder so. Also, das war jetzt auch nicht so herausfordernd irgendwie. Das war halt ein Kampf, so, weißt du. Ich hätte mir vielleicht irgendwie gewünscht, dass man so gegen Harley selber antritt und sie irgendwie noch irgendwelche Spezialdinger raushaut oder sowas. Keine Ahnung. Aber, ey, ist okay. Meckern auf hohem Niveau. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und, ja. Ist eine schöne Ergänzung. Und wenn man diese Game of the Year Edition jetzt kaufen würde bei Steam, gibt es die ja dauernd mal im Angebot für, ich weiß gar nicht wie viel. Also relativ billig auf jeden Fall. Relativ sehr billig. Und dann kriegt man den DLC ja direkt dazu. Von daher, schöne Sache. Und ja, kann man einfach mal mitnehmen. Ja, Leute, ich denke mal, damit war das hier jetzt aber auch dann der letzte Part von Batman Arkham City. Ich denke, wir haben alles Wichtige gesehen. Natürlich gibt es noch jede Menge Nebenquests im Hauptspiel, die wir nicht gemacht haben. Es gibt noch diese Riddler-Herausforderungen, es gibt noch den DLC Riddlers Revenge, wo man noch irgendwelche Battle machen kann, um Punkte zu sammeln und so einen ganzen Kram, ne? Aber das ist mir ehrlich gesagt alles egal, das werde ich auch privat nicht spielen. Für mich ist das Spiel an der Stelle eigentlich zu Ende. Ich glaube, wir haben storytechnisch alles gesehen. Wie gesagt, außer halt die Story von irgendwelchen Nebenmissionen, aber was soll's, geschenkt. Von daher, ja, war es das eigentlich. Wir haben auch alles an Bonus-Dingern gesehen, die ich jetzt freigeschaltet habe. Natürlich ist das nicht viel. Ganz im Gegenteil, da fehlt noch sehr, sehr viel, was man freischalten muss, kann, soll, darf, was auch immer. Aber ja, das ist jetzt alles, was ich euch zeigen konnte. Ich glaube, durch den DLC haben wir jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr noch freigeschaltet, nehme ich mal an. Von daher wird da wahrscheinlich auch nichts mehr dazukommen. Kann ich das hier einfach vielleicht mal ein bisschen überspringen? Ich glaube, das sind dieselben Credits, deswegen cutten wir die jetzt einfach mal weg. Ja, warum auch immer noch neu dran steht. Ich habe es ja gerade fertig gespielt. Vielleicht, weil ich es jetzt in einem Zug durchgespielt habe und das Spiel zwischendurch nicht beendet habe. Keine Ahnung. Ja, das war's, glaube ich. Was wird's jetzt? Das ist so eine Story-Zusammenfassung. Ah ja.
Genau, da kann man sich die ganzen Zwischensequenzen nochmal angucken. Auch cool. Ja, nee, wir haben's. Das war's, Leute. Das war's von Batman Arkham City. Das war's vorerst von Batman. Natürlich werden wir zusammen auf diesem Kanal Batman Arkham Knight spielen. Das ist ja ganz klar. Auch mit den ganzen DLCs, die es da dazu gab. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es da ein DLC, wo man als Batgirl spielen kann. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, werden wir auf jeden Fall irgendwann mal dann zusammen spielen. Ich weiß nicht genau wann, ich habe da keinen festen Plan. Irgendwann, wenn ich wieder Bock auf Batman habe, dann spielen wir das zusammen. Aber das war's fürs Erste. Ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Projekt zugesehen habt. Lasst nochmal einen letzten Daumen hoch auf diesem Video da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ein Abo, wenn ihr die weiteren Projekte auf diesem Kanal nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.